galt als die Hochburg der Automobilindustrie und gleicht jetzt eher einem wirtschaftlichen Atlantis, bis auf einmal im Jahr, nämlich genau jetzt. Da findet die Detroit Motor Show statt und die gilt nach wie vor als Auftakt in das neue Automobiljahr. Ja, und deshalb sind natürlich auch viele deutsche Hersteller und Zulieferer vertreten. Und wie es um die steht, das wollen wir jetzt wissen vom Präsidenten des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne, ja. Die Detroit Motor Show, bröckelt die wie die Stadt selbst? Nein, das glaube ich nicht. Man muss ja auch sehen, die Stadt erholt sich. Vor vielen Jahren gab es Zweifel, wie es mit den großen drei in den USA weitergehen würde. General Motors und Chrysler waren in großen Sorgen. Und jetzt sind alle drei wieder ganz guter Gesundheit. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Stadt aus. Im Übrigen gibt es in der Stadt auch eine Start-up-Szene. Also bröckeln, glaube ich, ist heute nicht mehr so der richtige Begriff. Die Stadt beginnt sich langsam zu erholen. Und bei der Detroit Motor Show ist es wie bei allen Autoshows. Sie wird dann eine gute Zukunft haben, wenn sie das digitale und das klassische Autokonzept miteinander verbindet, was wir bei der IAA in Frankfurt ganz konsequent zu machen versuchen, weil die neue Autowelt ist eine digitale und IT und klassische Autoindustrie werden immer stärker verknüpft und etwas davon spürt man auch hier in Detroit. Jetzt war so die letzten anderthalb Jahre für Sie fast, man kann eigentlich sagen, wie so ein nicht enden wollender Elternabend. Sie mussten immer gucken, die Kinder haben was angestellt, sie mussten da sitzen und Dinge erklären auch. Da sprechen wir natürlich von der Abgasmanipulation und von den Diskussionen rund um den Diesel. Glauben Sie, da erholt sich auch hier wie jetzt Detroit die Automobilbranche relativ schnell oder ist sie versetzungsgefährdet in Deutschland? Es hat natürlich vor allem auf ein Unternehmen Auswirkungen gehabt, was wir sehr bedauern und was mit Sicherheit auch ein Grund ist für die neue Führung bei VW, ziemlich aufzuräumen und Konsequenzen daraus zu ziehen, was an Fehlern passiert ist. Aber die deutsche Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer stehen in den USA durchaus stark da. Und dass wir in einem Zukunftsbereich wie Elektroautos fast 20% des Marktes in den USA haben, das hätte vor Jahren kaum jemand geglaubt. Und dass wir im Premium-Marktsegment und bei SUVs und CUVs stark sind, das freut mich auch. Es gibt auch ein paar schlechtere Nachrichten im Passenger-Car-Market. Auch auf Folge der Software-Manipulation haben wir leichte Einbußen. Aber mittel- und langfristig bin ich für die USA zuversichtlich, übrigens auch für VW, das sich ja inzwischen neu aufgestellt hat. Kurzer Ausblick noch zum Schluss. Wir haben den Jahresanfang, da hat man immer so gute Vorsätze für die deutsche Automobilindustrie in diesem Jahr, vielleicht auch mit Blick auf Zulieferer noch, die sind ja auch in einer speziellen Rolle drin. Die Zulieferer sind hier unheimlich gut vernetzt, hoch innovativ, haben 77.000 Beschäftigte, haben den amerikanischen Markt nicht erst spät, sondern früh entdeckt und diese Clusterbildung, Herstellerzulieferer, die wir im VDA ja auch bilden, die bewährt sich überall in der Welt, auch in den USA. Dass drei der fünf größten Zulieferer der Welt einen deutschen Namen haben, das ist ein Zeichen für den Innovationsgeist, der in dieser Zulieferindustrie herrscht. Ich sehe schon, Sie sehen positiv ins neue Jahr. Genau, das tue ich. Wunderbar. Ihnen viel Glück. Danke Ihnen auch. Vielen Dank. Alles Gute.